Weißt du, Fred, ey, ohne Scheiß, wie geil wäre denn bitte ein Horrorspiel, wo man einfach Gegner besiegt, indem man seinen Mittelfinger zeigt? Sein Mittelfinger, wie geil wäre das bitte? Das wäre der Wahnsinn, oder? Was ist deine Meinung dazu? Warum fragst du mich eigentlich, dummer Spasti? Ich hasse dich, warum bin ich jetzt ein Aushängeschild für deinen Scheißkanal? Pass auf, ich setz mich gleich dran. The Night That Speaks? Och, come on, es gibt schon so ein Game! Oh, fuck this, man! Oh, man! Hallo Leute, ich bin der Lekumpus Brain oder einfach nur Yannick. Wir spielen jetzt ein Spiel, wo man Mittelfinger zeigen muss, damit man Jumpscare nicht abbekommt. The Night That Speaks, here we go, los geht's. Hey Leute, ich freue mich wie Sau, mal wieder ein Horrorspiel zu spielen. Und das ist unser kleines Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie man so bewegt. Oh Gott, das ist aber sehr interessant, wie man. Den hier kriegst du! Den hier! Alright. Man bewegt sich sehr interessant, nämlich mit den Maustasten und mit den Pfeiltasten und so. Zu der Story, die wir am Anfang mitbekommen haben. Wir sind auf einem Friedhof, haben keine Ahnung, wie wir hingekommen sind und wir wollen hier literally weg. Also, ich meine, ich weiß nicht, wer auf diese Idee kommen würde, dass man hier weg will. Ist ja eigentlich klar, dass ich nicht unbedingt auf einem Friedhof sein, wo fucking Kerzen sind. Was ist denn hier los? Sie war perfekt in jedem Weg oder in jeder Art. Sie war intelligent, wunderschön und wurde von jedem geliebt. Sie wollte für immer leben. Wonderful! Man sagt sich, dass dort ein starker Wille ist, das jedes Problem vor dir lösen kann. Halte einfach nur Z, um deinen Willen zu zeigen. Das ist mein Wille. Das ist mein Wille, Freunde. Das ist mein Wille und nichts anderes. Denn ich möchte einfach jedem Menschen auf dieser Welt sagen, dass er sich ins Knie ficken soll. Ah! Das war super einfach, aber voll gruselig. Halleluja, ich muss mehr Horrorgames spielen. Ich habe in letzter Zeit viel zu wenig Horrorgames gespielt. Halleluja. Mein Herz. Warum brennt's hier? Ja, brennt's denn hier? Sie wusste immer, was sie tun sollte. Sie musste niemandem zuhören. Sie wusste es einfach. Aber diese Dunkelheit. Sie spricht. Du musst zuhören. Holy fuck. Nope, 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 nope. Kann ich nicht einfach gehen? Hallo. Ich. Hier, bitte. Hallo, hallo. Ich will gehen. Hallo. Ich zeig euch gerne allen den Mittelfinger, wenn ihr wollt. Sie war mutig und entschlossen. Die Nacht hat sie gerufen, sie zu holen und sie ist natürlich gekommen. Kannst du aufhören zu heulen hier, Mann, ey? Oh, so. Spooky, scary skeletons shivers down your spine. Ich hab ein bisschen Angst, dass uns hier gleich was entgegengeflogen kommt. Was ist das für eine Musik? Ah! Okay! Wir haben ihn fick dich ins Knie. Haha! I'm a smart ass! Okay, also wie ich sagte, so besiegt man die Jumpscares in diesem Spiel. Finde ich sehr, sehr witzig. Sie wusste, dass da ein Weg nach draußen geht. Sie hat gelernt, zuzuhören. Und die Ketten zu hören und die Schreie von... Nope, nope, no touchy the Yanni. No, don't touchy me. No good. You don't do that. Me no like. Das ist ja gar nicht gruselig in einem Horrorspiel, dass da ein Fernseher ist, der komische Geräusche macht. Das ist gar nicht gruselig. No touchy, no touchy, just showy middle fingy. Alright, alright. Oh Gott. War ich hier nicht schon mal? Das und vieles mehr werden wir uns in diesem Spiel sehr, sehr oft fragen, das verspreche ich euch. Nein, hier war ich noch nicht. Sie ist tot. Aber sie wusste es nicht. Och Gott, dann ist sie die hier die ganze Zeit uns hinterher fliegt. Ja geil, ich dachte, ich finde jetzt wenigstens noch ein heißes Mädel, aber nein. Und nicht mal das, wisst ihr? Noch nicht mal ein heiles Mädel, was man hier abschnappen kann. Ist der irgendwo vor mir? Nope! Don't touchy! Just Joey Middlefingy! Alright! Bye bye! Alright!
Natürlich braucht das einen Schlüssel. Ja. Das Schöne ist, man kann sich hier natürlich super zurechtfinden. Ich weiß natürlich sofort, wo jetzt gerade alles ist und wo ich mich auf der Karte befinde. Klar! Hier waren wir noch nicht. Es gab nur ein Static bei einem Fernseher. Da waren wir schon. Die Computer waren noch schlimmer. Da war etwas, was sie nicht da drüben sehen konnte. Hi! Bye-bye! Oh Gott. Geh doch weg, Mensch. Komisches Wesen. Ja, hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Aber wo ist hier denn bitte ein Schlüssel? Hier ist no key. No key to infinity. The key is nowhere to be found. Ah! Boah! Du warst groß. Könnt ihr bitte ein bisschen langsamer machen? Ich brauche kurz mal eine Minute, danke. Between the lanterns there was a cold wind and she fell through. Zwischen den Laternen, zwischen den Lichtern war, sie ist da durchgefallen. Da war etwas, was sie nicht sehen konnte. There was something that she couldn't see. So, hier sind diese schrecklichen Computer. Aha! Deswegen die Notiz, da kann man durchlaufen. Weil das ein unsichtbar... Alright. Calm yourself down with the middle finger. Because it's always working. Er war perfekt. In jeder Art und Weise. Nope. Nope. Da kommt doch irgendwo was. Ich höre dich doch. Geh weg, ich will in Ruhe lesen. Hallo? Kommt er jetzt hier hin? Nee. Er würde es schaffen, wenn sie es nicht geschafft hat. Er hatte den Schlüssel. Er konnte entkommen. Well, das wird jetzt bestimmt super witzig. Die stehen doch jetzt... Oh, wo kommen diese Fußgeräusche? Ah, hier sind Geräusche, die nicht ich erzeuge. Könnt ihr denn auch bitte mal ein bisschen näher kommen, wenn ihr schon irgendwie hier seid und mich erschrecken wollt? Ich glaube halt, die stehen literally direkt hinter der Wand. Und ich kann nicht wirklich was gegen die machen. Hier ist auch noch irgendwo dieser Geist. Der eine Geist. Kennt ihr noch, ne? Den einen Geist da. Kennt jeder. Cooler Geist. Der Wahnsinn. Alright. Hier ist das... Ja. Set to open. Oh Gott. Wo sind wir jetzt? Du hast die Geschichten gehört. Dich interessiert's doch gar nicht. Du wirst für immer leben. Willkommen in der Dunkelheit. What the fuck? What? What? Nope. No. Ah! Was passiert? Grr. That's not normal! That's not fucking normal! The end! Press escape to... Just escape to quit, okay? Bye! Ihr werdet niemals entkommen.